Ich bin Diane Schlieser, bin 26 Jahre jung und komme aus Gscheid bei Birkfeld und ich arbeite in unserem eigenen Molomaster-Betrieb. Es ist ein kleiner Familienbetrieb und mir taugt es einfach total, weil ich kreativ sein kann. Ich kann in dem Beruf richtig aufgehen und das ist einfach das, was ich schon immer machen wollte. Mir gefällt an meinem Beruf, dass man jeden Tag eine Abwechslung hat. Man hat immer wieder neue Herausforderungen, neue Baustellen und dass man wirklich mit der Kreativität die Leute ein Lachen ins Gesicht zaubern kann. Also wir sind beim Arbeiten zu dritt. Wenn früh zum Arbeiten ist, ins hilft der Opa noch sehr fleißig aus und die Oma macht bei uns das Büro. Also der Opa schaut sich sicher einige Sachen für mich an, wie das heutzutage gemacht wird. Vor allem beim Bewerb ist er oft zu mir heimgekommen in Köln und hat sich das angeschaut und hat sich wirklich gedacht, aha, so macht man das, das haben wir eigentlich anders gemacht oder das ist gar nicht logisch. Und das ist dann klasse, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen was anschauen kann und wenn man sieht, dass der Opa da mal ein bisschen ins Staunen kommt und wirklich schaut, aha, was da jetzt eigentlich neue Sachen gibt und wie man das machen kann. Und durch unseren Trainer, durch Michi, haben wir schon viele coole Geheimtipps gekriegt oder Tipps, wie mache ich was leichter oder anders. Auf das darf man selber vielleicht dann gar nicht so kommen und das war schon eine coole Sache. Was mir an meinem Beruf vielleicht nicht so gefällt ist, wenn es im Winter recht kalt wird und wir müssen vielleicht noch was draußen machen, dass da wirklich schnell die Finger und die Zehen bei mir kalt werden. Das ist vielleicht das Einzige, ja. Ich hätte mir eigentlich nie gedacht, dass in dem Beruf so viel drinnen steckt. Das habe ich mir von Anfang an nie wirklich vorstellen können. Ich habe das auch selber immer unterschätzt, weil nach der Matura habe ich eigentlich zum Papa immer gesagt, ich mache nicht Matura, dass ich dann Farbkugel dran gehe, weil das war mein persönliches Bild, dass das eher mehr so auf der Baustelle ist, Farbkugel schleppen. Also ich habe das total unterschätzt, was da eigentlich für Potenzial drinnen ist. Und hätte nie geglaubt, dass das wirklich der Beruf ist, wo ich sagen kann, das ist mein Traumberuf und das ist das, was mich ausfüllt und was ich gern tue. Also ich möchte nichts mehr anders machen.